Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren von der Opposition, werte Verbliebene der Regierungsfraktionen, nachhaltig, innovativ, krisenfest, so tituliert die Landesregierung ihre Regierungserklärung. Und vergegenwärtigen wir uns, was Sie hier vorgetragen haben, aber auch das, was Sie in den letzten Jahren getan und nicht getan haben. Vergegenwärtigen wir uns die aktuelle Politik der Bundesregierung, in der Ihre Partei, sehr geehrter Herr Minister Al-Wazir, bekanntlich auch vertreten ist, dann hätte das Motto Ihrer Regierungserklärung eher lauten müssen, Hessen tut nichts, kurzatmig, uninspiriert, krisenabwälzend. Schon wenn es um die Lagebeschreibung geht, leben wir offensichtlich in zwei verschiedenen Welten. Denn die soziale Lage ist nicht gut. Gehen Sie mal durch das Frankfurter Bahnhofsviertel oder durch andere Stadtteile in den hessischen Großstädten. Menschen suchen danach Flaschen in den Papierkörben, und es bilden sich Schlangen vor den Tafeln. Und die Tafeln sind nicht mal in der Lage, alle Menschen mit dem Notwendigsten zu versorgen. Und im Hartz-IV-Regelsatz sind 156 € für Lebensmittel eingeplant, und das reichte schon vorher nicht. Und jetzt, zynischerweise, sind es um 0,3% erhöht worden. Nennen Sie das Wohlstand für alle? Und die Lebensmittelpreise explodieren, wenn noch ein Liter Milch unter einem Euro ergattert und Butter für 2,50 €, der hat Glück. Das sind doch die Probleme. Und die Verbraucherpreise, die rennen der Lohnentwicklung dermaßen davon, dass es selbst für Menschen mit durchschnittlichem Einkommen zunehmend eng wird. Nennen Sie das Wohlstand für alle? Auf der anderen Seite haben einige wenige an der Corona-Krise und am Krieg profitiert. In der Pharmaindustrie sprudeln Milliardengewinne, und einzelne Unternehmen erpressen Kommunen, die Gewerbesteuer zu senken, um noch mehr Gewinn zu machen. Manche glauben wohl, sie wohnen an der Goldgrube. Die Mineralölkonzerne erfreuen sich zugleich am Tankrabatt, den ihnen Herr Lindner zugesteckt hat, während die Benzinpreise hoch bleiben. Und Herr Lindner dabei, der lässt sich nichts anmerken, der feiert erst einmal 3 Tage auf Sylt seine Hochzeit, zu der dann auch noch der vermeintliche Oppositionsführer angeschwebt kommt. Um nicht falsch verstanden zu werden, Herr Lindner kann von mir aus jedes Jahr heiraten und das auch jedes Jahr auf Sylt feiern. Ob die Kirche das jedes Mal mitmacht, das weiß ich nicht, aber das soll uns hier auch nicht weiter interessieren. Aber in der derzeitigen Zeit, da entsteht halt ein Bild, in dem die einen in Luxus schwelgen und die anderen entscheiden müssen, ob sie heizen oder essen wollen. Das ist das Problem. Und in dem Zusammenhang ergibt z.B. die Streichung der Lohnkostenzuschüsse für Langzeiterwerbslose ein ganz, ganz schwaches Bild. Und wenn dann Regierung und vermeintliche Opposition in trauter Eintracht diese Spaltung nicht nur ignorieren, sondern sie sogar zelebrieren, dann, meine Damen und Herren, müssen wir uns über Politikverdrossenheit wirklich nicht wundern. Und unser Bundeskanzler Scholz, der tut das Seinige, indem er die konzertierte Aktion ausruft. Dass da einige die Befürchtung haben, dass es um Lohnleitlinien geht und damit verbunden um Lohnverzicht, das ist ja wohl klar. Darum ging es bei der konzertierten Aktion in den späten 60er und in den 70er Jahren ja auch. Und wenn man dann etwas anderes will, dann ist es wirklich keine gute Idee, an diesem Begriff anzuknüpfen. Und das zumal die Gewerkschaften gemessen an der aktuellen Inflation sowieso schon nur moderate Erhöhungen vorschlagen. Beispielsweise hat der IG Metall-Vorstand gestern für die Metall- und Elektroindustrie eine Forderung von 8% für 12 Monate beschlossen. Und selbst wenn das Ergebnis der Forderung entsprechen würde, würde damit gerade einmal die Inflation ausgeglichen. Und deswegen sage ich, wenn Herr Scholz sagt, wir sollen uns alle unterhaken, dann empfehle ich den Beschäftigten, haltet eure Portemonnaies fest. Kleinen Augenblick bitte. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass auf der Besuchertribüne keine Beifallsbekundungen erlaubt sind. Ein nicht viel besseres Bild bietet Herr Habeck. Er betätigt sich als Westentaschen-Sarrazin, indem er mit launigen Spartipps die Bevölkerung traktiert
Und in diese Richtung ging ja wohl auch Ihre Rede, Herr Al-Wazir. Während Herr Sarrazin den Erwerbslosen empfahl, in der kalten Wohnung doch Pullover zu tragen, wird jetzt gefordert, öffentliche Schwimmbäder müssten nicht unbedingt 28 Grad haben. Nach dem Motto, der Plebs kann ja auch kalt baden, solange die Temperatur in den Schwimmbädern der Villenbesitzer im Vordertaunus noch stimmt. Und am Rande, bereits jetzt sind viele öffentliche Schwimmbäder nicht mit 28 Grad temperiert. Aber apropos Villenbesitzer, ein Freund von mir ist Dachdecker. Und der hat gerade im Vordertaunus das Dach einer Villa zu decken. Und das Haus ist so konzipiert, dass die Garagen für die zu beherbergenden Oldtimer mit Fußbodenheizung ausgestattet sind. Das finde ich ganz anschaulich. Eine Gesellschaft, in der die einen sicherstellen, dass es ihre Autos schön warm haben, während die anderen frieren. Der Manchester-Kapitalismus, den Friedrich Engels beschrieb, hat sich in Deutschland zur sozialen Marktwirtschaft gewandelt, heißt es in Ihrer Rede, sehr geehrter Herr Minister Al-Wazir. Fakt ist, der sozialstaatlich geprägte Klassenkompromiss der Nachkriegsordnung, der ist aufgekündigt worden. Dieser Kompromiss der Nachkriegsordnung. Hat schon Wolfgang Abendroth gesagt, und recht hat er gehabt. Der sozialstaatliche Klassenkompromiss ist gekennzeichnet durch die Ausweitung von Gewerkschafts- und Beschäftigtenrechten, durch starke Sozialversicherung, durch Vollbeschäftigung, durch aktives Eingreifen des Staates in die Wirtschaftspolitik, durch sozialen Wohnungsbau, durch freien Zugang aller Menschen zur Bildung. Das ist aber längst alles vorbei. Seit der Wiedervereinigung, spätestens aber seit der Agenda 2010, haben wir keinen sozialstaatlich regulierten Klassenkompromiss, sondern wir haben einen finanzmarktgetriebenen Kapitalismus. Und wenn wir eben keine soziale Marktwirtschaft haben, dann können Sie die auch schlecht sozial-ökologisch transformieren. Diese Einschätzung lässt sich auch durch ganz konkrete Zahlen belegen. Die Armutsquote liegt bei über 16% in diesem reichen Land. Wohlstand für alle? Mehr als ein Fünftel der Menschen arbeitet im Niedriglohnsektor, und jedes fünfte Kind muss in Armut aufwachsen. Wohlstand für alle? Das sind doch Zustände, die wir niemals hinnehmen dürfen. Und fahren Sie mal in Wiesbaden die Mainzer Straße rauf, bis hinter die Autobahnauffahrt nach Frankfurt. Dann kommen Sie zu FedEx. Das ist ein Paketdienst. Über einen Monat lang haben die Kolleginnen und Kollegen gestreikt. Wir waren mehrfach da. Einige Kollegen der SPD haben sich auch blicken lassen. Die Streikenden verdienen dort in Vollzeit zwischen 2.000 und 2.200 € brutto und kämpfen unter anderem für die Tarifierung eines 13. Monatseinkommens und für Nachtzuschläge. Nachtzuschläge, die einheitlich gezahlt werden sollen. Zurzeit sind es nämlich so, dass einige 15% und andere 33% erhalten. Nun weiß ich auch, die Handlungsmöglichkeit eines Landeswirtschaftsministers bei einem Privatdienstleister ist eingeschränkt. Aber das Normalste von der Welt, das wäre doch, dass der Wirtschaftsminister sich da blicken lässt. Dass er sich unmittelbar aus erster Hand informiert und nicht, dass er signalisiert, dass ihm das Schicksal der Betroffenen egal ist. Dass er sich beispielsweise mit dem Regierungspräsidium in Verbindung setzt, wenn in einem solchen Betrieb Streikbrecher eingesetzt werden, die nicht sicherheitsunterwiesen sind. Dass er beispielsweise prüft, ob und in welchem Umfang Leistungen von FedEx durch das Land und die Kommune in Anspruch genommen werden und ob es vielleicht einen Hebel gibt, den Beschäftigten zu helfen. Das, Herr Al-Wazir, wäre doch nicht zu viel von. Aber FedEx, das ist nur ein kleines Beispiel für Ihre Tunix-Politik. Im größeren Maßstab läuft es nicht anders. Jetzt wird ein Wirtschaftsgipfel unter Beteiligung der Gewerkschaften angekündigt. Wie war das denn mit dem industriepolitischen Trialog? Wir standen doch schon vor Jahren vor gigantischen Aufgaben des sozial-ökologischen Umbaus. Und natürlich müssen die Automobilkonzerne zu Mobilitätskonzernen umgebaut werden. Und wenn wir weniger Autos benötigen und gleichzeitig den öffentlichen Personennah- und Fernverkehr ausbauen wollen, dann müssen die Automobilkonzerne und die Zulieferindustrie ihre Angebotspalette grundlegend umstellen. Aber dabei müssen doch die betroffenen Kolleginnen und Kollegen mitreden. Das erfordert doch den Ausbau und die Erweiterung der Mitbestimmung und den Ausbau von Gewerkschaftsrechten. Und notwendig ist auch die Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen in Beratungsfragen, aber auch mit Blick auf wissenschaftliche Forschungskapazitäten. In anderen Bundesländern gibt es zum Beispiel Technologieberatungsstellen.
und notwendig ist darüber hinausgehend auch Gelder für einen entsprechenden Transformationsfonds vorzusehen. Das alles hätte damals schon Gegenstand des industriepolitischen Trialogs sein müssen. Aber meine Rückfragen beim DGB ergaben, dass der Trialog ausgegangen war wie das Horneberger Schießen. Es gab eine Auftaktveranstaltung, herausgekommen ist eigentlich nichts. Keine Verabredungen, keine Maßnahmen, und seitdem ruht der See still. Genau der Eindruck, den hatte ich als IG Metaller auch. Stillstand statt Innovation. Hessen tut nichts. Und nun wollen Sie das Gleiche noch einmal machen. Aber was wird anders als das letzte Mal? Gleiches Bild zeigt sich auch in der Energiepolitik. Lindner schwadronierte jüngst noch von den regenerativen Freiheitsenergien. Und jetzt, wo es ernst wird, soll tabufrei, haben wir hier ja auch gehört, über die Verlängerung der Laufzeiten für Atomkraftwerke diskutiert werden. Und das Ergebnis der Debatte, die FDP stimmt im Bundestag gespalten ab. Und die Bundesregierung trägt auf EU-Ebene dazu bei, dass diese lebensgefährliche Technologie auch noch privilegiert wird. Neben den technischen Fragen, ob eine solche Verlängerung überhaupt möglich wäre, wissen wir eben immer noch nicht, wohin mit dem weiteren Atommüll. Und um es ganz klar zu sagen, Atomkraftwerke sichern die Grundlast ab, sie sind aber nicht geeignet, Probleme, die wir bei der fehlenden Gasversorgung haben, zu substituieren. Und darum ein Rollback zur Energiepolitik der 70er Jahre ist mit uns nicht zu machen. Es bleibt dabei, Atomkraft, nein, danke. Und das alles, weil man eine völlig verunglückte Sanktionspolitik gegen Putin betreibt. Herr Putin wird es kaum beeindrucken, wenn das russische Öl zu weit höheren Preisen von Indien über Indien von uns gekauft wird. Beeindrucken würde es ihn vielleicht eher, wenn man russische Oligarchen unter Druck setzen würde. Aber dazu müsste man wissen, mit wem man es überhaupt zu tun hat. Einen Überblick darüber gewinnen, wo der Reichtum überhaupt sitzt. Und dann könnte es natürlich passieren, wenn man denn sich damit auseinandersetzt, dass sich die Fragen nach dem Reichtum generell stellt. Und das will man offensichtlich vermeiden. Stattdessen will Herr Habeck die Instrumente des Energiewirtschaftsgesetzes aktivieren. Und er unterrichtet die Bevölkerung, das sei ein scharfes Schwert. Offensichtlich will er dieses Schwert genau gegen diese Bevölkerung, nämlich gegen die Kundinnen und Kunden, richten. Die explodierenden Gaspreise sollen an Sie durchgereicht werden, um den Energieanbieter Uniper vor der Insolvenz zu bewahren. Und das hieße, die jetzt erhöhten Abschlagszahlungen für Energie wären für viele Mieterinnen und Mieter nur die Spitze des Eisberges. Der große Schock kommt dann erst in der Endabrechnung. Ich sage, soll Uniper doch in die Insolvenz gehen? Dann kann die öffentliche Hand Uniper zu günstigen Preisen erwerben und muss im Gegenzug die Gaspreise entsprechend subventionieren. Und in besseren Zeiten könnten die Verluste, über die dann wieder sprudelnden Gewinne ausgeglichen werden. Also nicht nach dem Modell Lufthansa. Der Staat kauft sich ein. Lufthansa erhält Kurzarbeitergeld, entlässt dennoch viele Menschen und streicht jetzt Flüge, weil Personal fehlt. Und der Staat hält sich dann als stiller Teilhaber fein raus. Da haben wir gesehen, was dabei rauskommt. So kann es nicht gehen. Die Beschäftigten brauchen die Arbeitsplätze, und das Energiesystem muss auch nach der Krise handlungsfähig sein. Und das bedeutet auch, dass der Staat sich wieder aktiv in die Preisbildung einschalten muss. Sonst bleibt es dabei, die Konzerne stecken sich in guten Zeiten die Profite ein und rufen in der Krise nach dem Staat. Der Markt ist doch gerade hochgradig dysfunktional. Das Wechseln von Anbietern ist kaum möglich. Die meisten Anbieter nehmen gerade gar keine Neukunden auf oder werden dann nur zu Mondpreisen. Wir brauchen wieder eine staatliche Strompreisaufsicht, wie es sie lange gegeben hat und wie es anderswo selbstverständlich ist. In Frankreich reguliert der Staat die Strompreise. Die französische Regierung hat den Anstieg der Energiepreise bei staatlichen Stromkonzernen auf 4% gedeckelt. Zum Vergleich: Bei uns stiegen die Strompreise in der gleichen Zeit um 23%. Das ist das Versagen der Politik. Sinnvoll wären zudem ganz andere Tarifstrukturen. Das Existenzminimum an Energie zum Heizen, Kochen, Leben, das sollte sehr günstig sein.
Und ein überdurchschnittlicher Mehrverbrauch, der könnte dann verteuert werden. Verschwender zur Kasse, Kleinverbraucherinnen und Kleinverbraucher entlasten. Das wäre soziale Gerechtigkeit auch auf der Stromrechnung. Und der billigste Strom kommt mittlerweile von Wind und Sonne. Auch darum müssen wir den Ausstieg aus den fossilen Energien beschleunigen. Doch das Resultat der Tunix-Politik der Landesregierung ist ganz anders. Noch immer hat sich das von ihr selbst gesteckte Ziel, 2% der Landfläche für Windräder auszuweisen, nicht erreicht. Seit mehr als 3 Jahren ist der Ausbau der Windenergie in Hessen ins Stocken geraten. Und seit mehr als 3 Jahren erzählen Sie uns etwas von der Beschleunigung des Ausbaus. Erst war es Altmaier und das komplizierte Ausschreibungsverfahren. Dann war es der Naturschutz, der gebremst haben soll. Und dann will Hessen Forst auch noch zu viel Pacht für Flächen im Wald. Sinnvoll wäre es, die Kommunen als Akteure zu stärken, ihnen Waldflächen pachtfrei zu überlassen. Und auch das Land Hessen sollte sich einfach selbst in den Ausbau von Windkraft engagieren, statt auf andere zu warten. Passiert ist aber nicht. Stattdessen tun nichts. Genauso wie in der Photovoltaik. Nur ein winziger Teil der in Landeshand befindlichen Gebäude wird mit Photovoltaikanlagen ausgestattet, geschweige denn gibt es eine attraktive Förderung. Seit 2012 reden wir über die Nutzung von landeseigenen Gebäuden und Dächern. Und erst jetzt kommt die Pflicht, neue Gebäude entsprechend auszustatten. Wir hängen den Entwicklungen einfach locker ein Jahrzehnt hinterher. So wird das nichts mit der Energiewende. Da heißt es dann oft, das ist eben in erhöhter Geschwindigkeit überhaupt nicht zu realisieren, weil uns die Fachkräfte fehlen. Aber erhöhte Geschwindigkeit fördern Sie offensichtlich nur auf der Autobahn. Nun beklagen Sie den Fachkräftemangel. Fachkräftemangel? Was für eine Überraschung. Zum einen frage ich, wie ist denn die Situation im Handwerk? Im Handwerk werden deutlich geringere Löhne gezahlt als in der Industrie. Das gilt bereits bei den Tariflöhnen. Und hinzu kommt, in vielen Handwerksunternehmen herrscht Wildwest. Tarife werden nicht gezahlt, betriebliche Interessenvertretung gibt es nicht, Schwarzarbeit ist an der Tagesordnung. Und dass da Menschen nicht unbedingt motiviert sind, einen Handwerksberuf zu ergreifen, das darf einen nicht verwundern. Handwerk hat goldenen Boden, aber der gehört dem Handwerksmeister. Und um gewollten Missverständnissen vorzubeugen. Es gibt auch viele Handwerksunternehmen, die sich an die Regeln halten und auch vertretbare Arbeitsbedingungen haben. Aber es gibt eben auch die anderen, und um die sollte sich die Landesregierung mal kümmern. Zum anderen, es werden nicht genug Menschen ausgebildet. Ein Vorwurf, der insbesondere der Industrie zu machen ist. Seit Jahren haben die Gewerkschaften gefordert, wer nicht ausbildet, soll zahlen. Aber es wurde nichts gemacht. Sehenden Auges sind wir in die Situation hineingeschlittert, in der wir jetzt sind. Tunix auch in der Ausbildung. Darum frage ich, warum wird denn kein landesweiter Fonds eingerichtet, in den die Arbeitgeber, die eine bestimmte Ausbildungsquote nicht erfüllen, einzahlen? Damit könnten diejenigen, die über die Quote hinausgehend ausbilden, unterstützt werden. Das wäre eine effektive Maßnahme gegen Fachkräftemangel. Und noch einmal anders sieht die Situation in der Pflege aus. Es liegt nicht in erster Linie daran, dass wir dort keine Fachkräfte hätten, sondern dass wir einen Massenexodus dieser Fachkräfte aus ihrem Beruf haben. Die Menschen sind völlig überlastet, die Arbeitsbedingungen sind unerträglich. Nicht die Menschen in den Krankenhäusern werden gesund, sondern die Pflegekräfte werden aufgrund der Arbeitssituation krank. Und in einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung ist nachzulesen, ein großer Teil derjenigen, die es nicht mehr ausgehalten haben, wäre bereit, in den Job zurückzukehren, wenn sich die Arbeitsbedingungen grundlegend verbessern. Zum Beispiel die Uniklinik Frankfurt. Sie ist in Landeshand. Hier könnte und hier muss die Landesregierung unmittelbar etwas machen. Frau Dorn ist Aufsichtsratsvorsitzende der Uniklinik. Verdi fordert einen Tarifvertrag Entlastung. Verdi hat für jede Station konkrete Forderungen erhoben, wie der Personalschlüssel aussehen muss, um einigermaßen humane Arbeitsbedingungen zu realisieren.
Das wäre gut für die Beschäftigten, das wäre aber auch gut für uns alle, denn potenziell sind wir alle Patientinnen und Patienten. Aber das Grundproblem ist, auch eine öffentliche Uniklinik wird letztlich in das im Gesundheitssystem vorherrschende Korsett der Profitorientierung eingezwängt. Es geht eben nicht mehr um eine optimale Versorgung, sondern es geht um immer mehr Effizienz, und das geht am Ende zulasten aller im Krankenhaus. Nach dem Motto, wer eine gute Versorgung will, der muss sich eben zusätzlich privat absichern. Das ist aber eine Möglichkeit, die die allergrößten Teile der Bevölkerung wegen ihres Einkommens einfach nicht haben. Wohlstand für alle. Diese Profitorientierung im Gesundheitssystem, die muss zurückgedrängt werden. Und darum fordere ich die Landesregierung auf, stellen Sie im ersten Schritt sicher, dass der Vorstand der Uniklinik die gerechten Forderungen von Verdi erfüllt und den Tarifvertrag entsprechend abschließt, und stellen Sie dafür das erforderliche Geld bereit. Und im zweiten Schritt engagieren Sie sich im Bundesrat dafür, dass eine einheitliche Kranken- und Pflegeversicherung für alle Bürgerinnen und Bürger eingeführt wird. Sie muss paritätisch, ohne Beitragsbemessungsgrenzen und ohne Zuzahlungen und gesonderte Beiträge der Beschäftigten finanziert werden. Und engagieren Sie sich dafür, dass der Einfluss der Pharmalobby zurückgedrängt wird und die Pharmaindustrie nicht wie bisher Medikamente zu Fantasiepreisen verkaufen kann. Festpreise wären hier sinnvoll. Und zum Dritten, Krankenhäuser und Pflegeheime gehören in die öffentliche Hand. Gesundheit darf keine x-beliebige Ware sein, mit der man Profit macht. Mit dem Universitätsklinikum Gießen, Marburg könnten Sie ja mal anfangen. Das gehört zurück in die öffentliche Hand, und zwar schnell. Meine Damen und Herren, wir sind in einer Zeit großer Umbrüche. Klimawandel, Energiekrise, veränderte Lebensmodelle. Das wirkt sich auch massiv darauf aus, wie wir uns fortbewegen. Und wer dabei weniger Autoverkehr haben will, muss Alternativen anbieten. Und das ist in allererster Linie der öffentliche Personennah- und Fernverkehr. Einer der wenigen Lichtblicke der neuen Bundesregierung war das 9-Euro-Ticket. Über 30 Millionen Menschen haben dieses Ticket genutzt und damit nach Angaben der Bundesregierung teilweise auch den Pkw-Verkehr substituiert. Das entlastet die Umwelt und hat vielen Menschen, die sich weder ein Auto noch die teuren Normalpreise leisten können, geholfen. Das war es dann aber auch schon mit dem Lichtblick. Zum einen, wir wollen unser Leben ja gerne in vollen Zügen genießen, aber nicht in überfüllten Zügen. Es hätte die Möglichkeit gegeben, die erste Klasse generell zu öffnen, die Taktzeiten von Bus und Bahn zu erhöhen sowie zusätzliche Buslinien einzurichten. Leider ist das nur selten geschehen. Die Verantwortung dabei wird auf die Verkehrsverbünde abgewälzt, und Bundes- und Landesregierung waschen ihre Hände in Unschuld. Bei den über diese Zustände unzufriedenen neuen ÖPNV-Nutzerinnen und Nutzern steht nicht zu erwarten, dass sie dauerhaft auf den ÖPNV umsteigen. Zum anderen, auch bei denjenigen, die einigermaßen zufrieden waren, und das sind ja nicht wenige, dürften keine Freude aufkommen, wenn es vonseiten der Bundesregierung nun heißt, eine Verlängerung des 9-Euro-Tickets kommt nicht in Betracht. Doch eine Verlängerung wäre die richtige Maßnahme, die Verlängerung des 9-Euro-Tickets und mittelfristig die Einführung eines Nulltarifs. Die Vereinigung der Hessischen Arbeitgeberverbände hat es neulich in einer Anhörung abgelehnt, dass Unternehmen sich am öffentlichen Nahverkehr finanziell beteiligen, auch wenn sie hiervon Nutzen haben. Das mit der Begründung, die hessischen Unternehmen würden ja bereits Steuern zahlen und insoweit sei eine zusätzliche Finanzierung nicht geboten. Die Begründung gefällt mir. Was dem Herrn Arbeitgebervertreter offensichtlich nicht so ganz bewusst war, ist, dass alle Menschen in diesem Land Steuern zahlen. Viele über die Einkommensteuer und alle über die Mehrwertsteuer. Und insoweit ist gar nicht einzusehen, wieso Sie den ÖPNV noch zusätzlich über Tickets finanzieren sollen. Ja,
In dem Zusammenhang ist mir noch einmal das Logo aufgefallen der Regierungserklärung. Schauen Sie sich noch einmal das Logo von Hessenmetall an. Unterschied gibt es eigentlich kaum. Muss man mal drüber nachdenken. Aber zugegeben, das schönste 9-Euro-Ticket und der beste Nulltarif nutzen natürlich dort nichts, wo einfach nichts fährt. Weite Teile Hessens sind durch den Nahverkehr noch überhaupt nicht erschlossen, und viele Strecken sind stillgelegt worden. Der DGB hat einen Vorschlag erarbeitet, welche Bahnstrecken wieder reaktiviert werden müssten. Diesen unterstützen wir ausdrücklich und haben ja auch bereits in mehreren Landtagssitzungen die zu reaktivierenden Strecken benannt. Es braucht eben niedrige Preise, ein einfaches System und den Ausbau. Das ist kein Widerspruch. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, sehr geehrte Frau Präsidentin, entschuldigen Sie herzlich, meine Damen und Herren, es gibt mir ist durchaus bewusst, dass hier dargelegte Forderungen einen erheblichen zusätzlichen Investitionsbedarf nach sich ziehen. Die gute Nachricht ist, das Geld ist da. Die schlechte, es ist in den falschen Händen. Es gibt riesige gesellschaftliche Armut und gleichzeitig die Ansammlung von unerhörtem Reichtum. Und das ist nicht akzeptabel. Und darum fordere ich die Landesregierung auf, engagieren Sie sich für die Wiedereinführung der Vermögensteuer mit entsprechenden Freibeträgen. Engagieren Sie sich für die Erhöhung der Erbschaftssteuer ebenso mit Freibeträgen. Und die Anhebung des Spitzensteuersatzes für Hochverdiener sowie die Besteuerung von Kapitalerträgen mindestens nach den Kriterien, wie auch Arbeitseinkommen besteuert werden. Und wenn Sie das alles nicht wollen, dann hätten Sie wenigstens die Bundesratsinitiative für die Einführung einer Übergewinnsteuer unterstützen können. Eine solche ist nach Rechtsgutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages zulässig und machbar. Und damit könnte man zumindest die Extraprofite von Krisen- und Kriegsgewinnlern abschöpfen. Ich weiß, Sie jaulen von der AfD, wenn Milliardäre zur Kasse gebeten werden sollen. Das ist klar, aber wir wissen ja auch, wessen Interessen Sie vertreten. Hessen könnte sich stark machen für eine Bürger- und Erwerbstätigenversicherung, für eine Verlängerung von Arbeitslosengeld I und die Erhöhung der Regelsätze bei Hartz IV um mindestens 200 €. Engagieren Sie sich für ein sozial gerechtes Mobilitätsgeld, das anders als die Pendlerpauschale nicht mehr Menschen mit geringem Einkommen benachteiligt, sondern jeder Pendlerin und jedem Pendler pro Kilometer das Gleiche zahlt, unabhängig von der Höhe des Einkommens und von der Wahl des Verkehrsmittels. Aber Sie tun das alles einfach nicht. Gerechtigkeit und Umverteilung spielen hier keine Rolle. Offensichtlich, weil Sie sich in die Verhältnisse eingerichtet haben. Tun nichts auch bei der Umverteilung von oben nach unten. Insoweit bin ich ja schon froh, dass in dieser Legislatur die Steuerfahnder nicht mehr in die Psychiatrie eingewiesen wurden, wie das früher üblich war, oder gar ins Gefängnis. Allerdings in dem Fall wiederum wären die Betroffenen ja einigermaßen sicher, denn angesichts des Personalmangels wären sie dann ja relativ schnell wieder in Freiheit. Fazit: Das Motto Ihrer Regierungserklärung sollte besser lauten, Hessen tut nichts, kurzatmig, uninspiriert, krisenabwälzend. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.